Hallo und herzlich willkommen im Jahre 2023, wo ihr lebt, wo ihr tatsächlich es reingeschafft habt aus dem letzten 22er Quatschjahr, kann man sagen. Wird das jetzt hier ein ganz, ganz ernstes Jahr und ich bin natürlich auch wieder absolut toll reingestartet, indem ich erstmal krank war. Direkt speichern. Oh nein, hab ich's geöffnet! Ich hab's geöffnet, nicht gespeichert! Ja, verrückt! Okay, wenn man rausgeht und nicht speichert, dann... Ah, wie dumm kann man sein? Was war das denn? Ich wollte doch speichern! Sag, wie oft hat sich eigentlich schon mal jemand beschwert, dass du etwas ins Best-of gepackt hast, das nicht bequem war? Gab schon mal schlechte Stimmung. Was meinst du denn mit bequem? Nö, da habe ich noch keinen Ärger bekommen. Ich dachte Müllabfuhr, nee. Früher Eiswagen, jetzt Amazon. Ja gut, ich krieg nur regelmäßig Ärger von dem anderen, von dem, den man da jetzt sieht. Weil ich wohl sämtliche Fails aneinander schneide und nicht all die Taten, all die siegreichen Skill-Taten des Skelentin. Da kriege ich dann schon mal Ärger und Morddrohungen. Ja, und da kann ich dann gut mitfühlen mit Lars-Erik Paulsen, der auch öfters Morddrohungen kriegt von dem. Ja, also es gibt eigentlich nur eine Person, die sagt, ich komme ja immer so schlecht weg im Best-of, und das ist die Person, die sehr oft vorkommt im Best-of. So. Ah, nee, ernst gemeint. Nee, nicht ernsthaft, so im Sinne von, ich muss dich mal zur Seite nehmen. Irgendwie, dass Nils mal ankommt. Nee, Nils könnte ich auch nicht so ganz ernst nehmen, glaube ich. Seit Florentin seinen Durchbruch hatte mit der Nestocker, ist er nicht mehr derselbe. Schreibt das demnächst nochmal in seinen Chat, wenn er streamt. Da freut er sich bestimmt. Ich bin auch ein sehr großer Nestocker-Fan, muss ich sagen. Wegen mir wird der Film nicht aus dem ARD-Mediathek rausgenommen, weil ich das immer wieder anklicke. Und solange das noch geguckt wird, wird die Lizenz verlängert und bleibt noch weiter hochgeladen. Also, jeden Monat denkt daran, einmal den Nestocker anzuklicken, damit es nicht gelöscht wird. Oh, da wird mir ganz anders. Oh, was ist das denn? Oh, guck ich auch. Oh Mann. Okay. Hier. Oh nein, ey. Lotterie, wann klippt doch wieder die ganze Scheiße? Ich weiß doch. Kriegt doch wieder ein Gift von um die Ohren geknallt. Um was geht's da beim Nestocker? Nun. Ich hoffe, er ist nicht mehr im Chat, sonst fängt er jetzt wieder an zu kotzen. Es geht um einen jungen Mann, der noch nicht von zu Hause ausgezogen ist. Gespielt von Florentin David Pascal Will. Und der bei seiner Mutter zu Hause lebt. Der Vater ist quasi bei der Geburt abgehauen. Und dann geht es um die Mutter, die eine neue Liebe findet. Aber der junge Mann will die Mutter für sich behalten. Weil sie ein tolles Team sind und versucht, diese Beziehung zwischen der Mutter und dem, und dem neuen Mann auseinanderzubringen. Mit verschiedenen creepy Aktionen. Und wie das ausgeht, das müsst ihr selber sehen. Bei der Nestocker. Ich warte auf Teil 2 vom Nestocker, würde ich sofort crowdfunden. Nee, das ist ein ernster Film, das ist keine Comedy. Das ist eine todernste Rolle. Das ist ein Film, das ist ein richtiger, echter ZDF-Film. Wo kann man den schauen? Das müsst ihr einfach googeln. ZDF.
Nee, das ist, wie nennt man das? Drama-Film? Keine Ahnung. In 7 Minuten habe ich Feierabend, vielleicht mache ich mir den dann direkt an. Ja, also ich sage euch, also der Film ist jetzt nicht so ein, also ich würde jetzt, es ist ein Blockbuster, ja. Doch, kann man sagen. Es ist ein Blockbuster, der sollte jeden Abend im Fernsehen laufen. Dankeschön an Unable Gamer 0815. Guckt da mal rein. Also der Sohn kommt jetzt auch nicht ständig vor. Das geht schon mehr um die Mutter und natürlich um diesen neuen Mann. Aber hier und da wird da mal so ein Na-Logo eingeworfen. Oder andere Sätze, die junge Männer natürlich sagen. Oh Gott, dieses Drehbuch ist der absolute Knaller. Eggbert tötet den Hexenkönig. Ich bin kein Mann. Ich bin ein Ei. Mann vermag mich zu töten. Ich bin kein Mann. Ich bin ein Ei. Ich habe hier gerade in der Szene nichts, wo ich das einblenden könnte. Warte mal, doch, ich lade es mir runter, damit ich es euch zeigen kann. Moment. Das ist ja herrlich. Ich ziehe es mal kurz hier rein. Ja, würde ich sagen, Skispro, ja. Ach du Schande. Ja, Bruder muss los, hätte ich dann auch gesagt. Und dann nicht mal gerade abgeschnitten, meine Güte. Hui. Ja, ist schon mönchartig, ne? Natürlich der absolute Troll wäre gewesen. Wenn der Friseur dann noch oben so eine Tonsur geschnitten hätte, wisst ihr, so eine runde, so eine runde Klatze. Eigentlich muss man das mal machen. Macht man heute so. Gut, ey. Wie heißt das? Tonsur, oder nicht? Oder erzähle ich gerade Quatsch? Tonsur. Doch, ja, das ist diese Mönchfrisur. Das ist gemein, stark. Ach Gott. Okay, ja, wird. Tja, das muss ich leider einblenden. Das ist klar, das müssen wir behalten. Ja. Das ist ein neues Lied. Die kommt auch immer wieder übrigens. Wie, die kommt wieder. Ja, wenn ich die wegschmeiß. Waffe. Haben Sie das denn jetzt gemacht? Zauberkraft. Bin ein Gott. So. Da haben Sie darüber hinaus jetzt sind Den hätte er natürlich richtig auflassen. Ich kann schon nicht mehr reden hier morgens. Nee, wie nennt man es denn? Aufschmeißen lassen? Nein. Ihr wisst, was ich meine. Da haben Sie Auflaufen. die, Auflaufen ist es. Ups. Morgens. Ja, stimmt. Ja, für mich ist, wenn ich erst später anfange zu arbeiten, ist immer, wenn die Arbeit beginnt, dann ist für mich morgen. So, das kann dann auch mal 13 Uhr sein. Der neueste Trick, den sich viele Leute überlegen während der Fahrt, muss man ja die ganze Zeit
FFP2-Maske aufziehen. Und da haben sich jetzt diverse Leute überlegt, das ist ja nicht so angenehm für so viele Stunden. Da werde ich doch einfach mal auf den kompletten Tisch ein riesiges Menü aufbauen, ein riesiges Buffet für mich selbst und werde dann die kompletten 5, 6, 7, 8 Stunden immer wieder zwischendurch was essen, weil beim Essen darf man ja die Maske abziehen. Und mit so einer Person war ich dann auch einmal im Abteil, auch wieder in so einem kleinen Abteil. Es ist einfach. Und dann auch so schöne Lebensmittel, dann ja nicht nur so Lebensmittel wie so ein Bounty oder so, was man so schnell isst, sondern auch irgendwie so Salami oder so solche Sachen, die auch so ganz stark riechen. Oder einfach so einen Raclette-Grill da aufbauen im Zug. Da frage ich mich auch, was ist denn los mit den Leuten? Aber ich hatte auch schon mal die Situation, also hier bei der Frau hat es geklappt mit ihrem Buffet. Da habe ich dann auch die ganze Zeit nur aus dem Fenster geguckt, während sie da ihr riesiges Buffet 5 Stunden gegessen hat. Aber ich hatte auch schon mal die Situation, dass da ständig Leute, Leute am Snacken waren, wie sie es genannt haben. Und dadurch dann ständig die Maske abgezogen haben. Und dann immer, wenn dieser Schaffner vorbeikam, haben sie gerade wieder ihre Tüte Chips aufgemacht und wieder gesnackt. Und dann sagte der Schaffner, ja, sie können wir jetzt hier nicht 5 Stunden am Stück snacken. Doch, ich wollte nur mal eben noch was snacken. Aber die waren an sich auch sehr unfreundlich. Ich glaube, man kann bei der Bahn auch noch viel rausholen, indem man einfach freundlich ist. Und dann sagt, oh, Entschuldigung, ich wollte nur mal eben was essen. Aber die haben leider gedacht, sie kennen jetzt den super Trick und machen den Snack-Trick und sind dabei aber noch super unfreundlich. Und dann jedes Mal, wenn der Schaffner raus war, haben die halt so Witze darüber gemacht und haben sich über den lustig gemacht und waren so mega anstrengend. Und dann wurde natürlich die Polizei gerufen, das ist klar. Da musste dann der Zug anhalten. Und die zwei Personen wurden unter dem ständigen Rufen des Satzes "Wir wollten doch nur snacken" des Zuges verwiesen. Auch ein bisschen lustig. Weil ich glaube, so oft habe ich das Wort snacken noch nicht gehört. Nein, das stimmt. Ist kein Scherz. Verhaftet wegen snacken. Auch so mitten, es war auch schon super dunkel und so, es war schon irgendwie 23 Uhr. Und dann wirst du wegen Snacken irgendwo auf der Wiese ausgesetzt. Ja, wir wollten doch nur snacken. Berühmte letzte Worte. Arnold Schwarzenegger hat auch nur gepinkelt zum Trainieren. Was ist das? Chat, wir müssen die Uhr testen, I'm sorry. Ey, das dauert aber lange, bis der Puls hochgeht. Ich wäre schon bei dreimal springen, schon bei 250 bei mir. Und mich überhaupt? Ja, geht so. Was, erst 120? 130? Schon aufstehen wäre schon dreistellig. Okay, jetzt muss doch was passieren. Ah, okay, doch, es passiert. 135 nur nach dem ganzen Gehüpfe? Und jetzt brauche ich noch den. Krass, aber ich glaube, Janina macht da sehr viel Sport. Soll ich dir jetzt im Schlafanzug eine reinhauen, oder was? Geh weiter. Ihr nehmt eure Hände und fangt an mit langsamen. Jetzt kommt er dazwischen. Und jetzt startet die Rakete. Nee, stopp. Und echt nochmal. Ja, ne? Den Clip sehe ich doch schon. Ja, okay, dann muss es der hier irgendwie sein. Ja. Wenn da jetzt wieder nichts ist. Oh, hüpf doch hoch, du Drecksei. Der hüpft nicht hoch! Kann ich auch nur laufen? Nee, der fängt sofort an zu springen. Oh, ich hab's! Oh!
Achso, das ist ein Reiseschrank, oder was? Oh yeah! Bin der Reiseschrank! Nimm mich mit auf deine Reise, hab Dank! Oh nein, ey, da hab ich schon wieder rum. Bin der Reiseschrank, nimm mich mit! Scheiß in mich rein! Häng alles in mich rein, was du brauchen kannst! T-Shirt, Hose, Rock oder eine Unterbank. Ciao! Tschö, Wiedersehen! Das war's! Sonnenmix! Wir sind ganz offen. Oh Mann, ey! Lass ruiniert in Elite, Alter, wir plötzlich so, what the fuck? Moment, hat. Escalated quickly. Was soll das denn jetzt? Ja. Wow! Oh nein. Oh nein. Geronimo! Ausgetrickst. Oh, das klingt nicht gesund. Ja. Ich sag nichts. Alles gut.